Ja, ich freue mich, dass Boltax nicht mehr rumkotzt. Und ansonsten schaue ich mir das ganze Spektakel an Bord mal an, weil mit Seefahrt hatte ich bisher noch nicht so viel am Hut. Von daher interessiert mich das, wie das hier abläuft. Ja, ich halte mich zwar immer noch fern von der Reling, aber ansonsten gucke ich mich auch mal auf Deck um. Kannst du dich Ich an würde. Isaruns Bein festhalten? Oder Ich einem würde an anderen Bein? Boltax riechen und will gucken, ob die ohne mich Ilmenblatt geraucht haben. Der hat nämlich die gleiche Wirkung. Was machst du denn da? Nee. Tut Vielleicht ihr da? irgendwas genommen. Ja. Hier ohne mich Drogen nehmen und dann mich das von mir verheimlichen wollen. Das merke ich gleich, das braucht ihr gar nicht glauben. Kein Ilmenblatt. Terk, was hast du genommen? Nichts. Ihr wollt Ilmblatt haben. Das habe ich nicht dabei. Aber das lässt sich ja sicherlich auch treiben. Sieht nach was Pflanzlichem aus. Wartet, bis ich wieder mit einem Karinos spreche, dann kriege ich das raus. Gut. Aber ihr könnt eben Blatt besorgen, habt ihr gesagt? Naja, bestimmt. Mhm. In der Natur wächst das ein oder andere, nicht wahr? Sumo gibt. Wir können viel bessere Freunde werden, als ich hier dachte. Wunderbar. Wir sollten unbedingt mal raus in die Natur und Pflanzen genießen, wisst Ja, ihr? dann bringe ich euch etwas von Sumo näher. Von Sumo näher. Gut. Wollen Sie mitkommen, Frau Spogelsen? Wir erleben die In die Natur. Natur. In die Natur. Mal sehen. Das wird wunderbar. Obwohl, die Männer scheinen hier ganz kräftig und oh, bin eigentlich ganz zufrieden. Sklaven Ja? werden zwar ein bisschen flotter, aber die sind halt auch motivierter, also. Ja. Seid ihr schon oft zur See gefahren? Och, eigentlich immer nur als Passagier. Naja, oder wie? Naja, Passagier ist vielleicht nicht das ganz das richtige Wort. Ich bin immer auf die anderen Schiffe gegangen, habe die anderen umgebracht. Seesoldat? Na, nicht. Also ich habe halt nichts an Bord gemacht. Außer rumgesessen und Leute umgebracht. Aber es war schön. Die Arnaldfranische See ist sehr schön, muss ich sagen. Da kann man Wie immer noch ganz viel unterscheidet sie erleben. sich denn Natürlich ist von sie dieser anders. See? Naja, bei uns sterben die Piraten und hier haben sie, keine Ahnung, die See unter Kontrolle. Und bei uns stinkt es auch nicht so furchtbar. Und bei uns sind auch einfach mehr Arlanfaner, was auch grundsätzlich einfach gut für die gute Laune ist. Ach, früher war das hier auch noch ganz anders. Ich habe ja in meinem Leben nur zweimal eine Seereise gemacht, von Beilung und nach Perikum und wieder zurück. Damals, das war noch richtig schön hier. Da war nicht dieser komische Schleim. Ja, also ich kann euch auf jeden Fall sagen, jetzt sieht's hier scheiße aus. Ach, da habt ihr leider recht. Ach, nee. Lassen wir uns davon überraschen. Also, wir sollten uns aber wirklich mal anschauen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was die schmuggeln, aber ich nehme an, dass es schwer illegal sein wird, dass sie hier immer noch rumfahren. Ich denke, wir sollten das am besten nicht entdecken, sonst rastet Jalan, glaube ich, ziemlich aus. Ja, ehrlich gesagt, es geht uns auch gar nichts an. Solange sie nichts Götterlästerliches tun, sollen sie mal ihren Fix. Ja, währenddessen Meint könnt ihr? ihr sehen, wie die Tür aufgestoßen wird. Das ist Abelmir und Jalan sind da eben verschwunden. Könnt sehen, wie er so ein kleiner Thulamide so einen großen, riesigen Stofffetzen, ja, Bahnen über sich geworfen hat. Und Abelmir dann mit einer gönnerischen Miene ihm dann hinterher tappelt. Er hat da wohl schwarz und roten Stoff mit ein bisschen Dämonenkrone darauf. Und ja, jetzt wird der kleine Thulamide sich dran machen, die dann mit so ein paar Seilen und Tauen dann auf der linken und auf der rechten Seite zu verzurren, über die Pferde zu spannen und da so ein kleines Zelt aufzuschlagen. Also Also, wäre dir gerade irgendwas mit Götterlästerung, ich gesagt, das kommt diese Dämonenkrone rein. euren Punkt würde ich jetzt so nicht direkt unterstützen, wenn ich mir die aktuellen Umgebung anschaue, aber. Allerdings. Aber Mia, Ja, meine Beste. was wird das? Ein Sonnensegel. Was ist auf dem Sonnensegel drauf? Das ist doch keine Sonne. Nein. Das war der einzige Stoff, der uns zur Verfügung steht. Habt ihr nur wieder das Günstigste gekauft? Seid ehrlich, aber mir. Das einzig Verfügbare, fürchte Das ich. Günstigste, also. Ihr Es könnt ja gibt. gerne noch einmal verhandeln mit dem Kapitän, ob ihr etwas Besseres findet. Ismet, Der aber mir. Yusuf, FD mal.
Weiß auch nicht. Aber ihr könnt auch diesen nutzlosen Stoffzauber da. Könnt ihr nicht ein schöneres Motiv machen? Ihr meint, ich solle meine Astralkraft darauf verschwenden, diesen Stoff umzufärben? Ja, damit wir vielleicht in Zorgan nicht direkt irgendwie hops genommen werden. Ach, die bringen wir alle um in Zorgan. Isarum. Oder? Nein, das sind doch unsere Verbündeten dort. Ah, richtig. Entschuldigung, falsche Stadt. Ich bin gerade nicht sicher, ob man akkuratum wirklich Stoff umfärben kann. Ich meine eigentlich nicht, aber... Ja. Kann man? Ja. Okay. Das kannst du also aber mir Stoff umfärben. Oh, ich glaube, das ist noch ja. Oh, ein Hausfrauenmagier. Das ist Abelmir! Seid ihr ein Hausfrauenmagier? Seid ihr ehrlich? Nein. Abelmir, es ist ein nützlicher Zauber, wenn hin und wieder mal in der Wildnis ein Stück Stoff reißt. Nun wollen wir einmal sehen. Raphim, seid einmal nicht sexistisch. Das ist natürlich ein Hausmann-Zauber. Naja. Das wenn ist nichts von beiden. Ein Haussklaven-Zauber. Es ist hilfreich. Hausdiener. Im Gegensatz zu Isarum bin ich manchmal hilfreich. Zaubert ihr schon oder quatscht ihr noch? Nun, habt Geduld, meine Liebe. Farbe und Schnitt eines Kleidungsstücks können sich mit dieser Formel nach Wunsch der Magierin ändern. Gut, ich brauche bloß die Farbe wahrscheinlich, oder? Kannst vorher schneidern würfeln, um es dir zu erleichtern. Es ist möglich, eine Rohstoffbahn benötigter Größe in ein Kleidungsstück zu verwandeln. Das brauchen wir nicht. Haltbarkeit brauchen wir nicht. Webstuhl. Willst ja auch kein Garn draus machen. Sackleinen. Stoffart in eine andere verwandeln. Leinen, das brauchen wir auch nicht. Also die Grundsätze wahrscheinlich, oder? Farbe ist Grundding. Das ist Reichweite, Berührung, Zielobjekt, Einzelobjekt. 4 ASP pro Steingewicht. Okay, das ist das, was ich haben wollte. Genau. Ja, was wiegt so eine Stoffbahn? So eine Zeltplane? Oh, 10 Kilo? Mehr würde ich sagen. Kommt drauf an. Das sind ja jetzt schon, Stoff, für, das sind ja schon 40 ASP dann, ne? Mhm. Ich kann die auch mehr verlangen. Ja, ich meine, muss ich, also wahrscheinlich eine richtig dicke Segelbahn, die wiegt schon echt. Ja, ja, die wird sicherlich. Also nehmen wir einfach mal diese Dämonenkrone weg, dann kannst du da ein Preis-Auge oder sowas drauf zaubern. Ne? Genau. Ich sag einfach mal 40 ASP. Ich sag mal 20 ASP. 20 ASP, gut. Damit du die Dämonenkrone wegmachst. Ja, ich lasse mir wie gesagt Zeit. Ja. Zeit lassen bringt eine Erleichterung. Von minus 4. Ja. Und ist ja eine Grundversion, also ja, Grundversion. Kosten kannst du auch machen, ne? Ja, 10% für 3 ZFP. Wir dann nochmal. 10%, dann sind so 20 ASP, sind 2 ASP, die du sparst. Wenn du einen Stab in der Hand hast, nochmal 1 ASP weniger, ne? Ich könnte jetzt gerade überlegen, was habe ich auf dem Zauber? Ich habe eine. Wo ist da irgendwie nicht drin? Genau, wichtiger Einwand: Segeltuch wiegt 200 Gramm pro Kubikmeter. Quadrat. Ja, Quadrat, Kubik. Ich meine, wir können gerne auch das Segeltuch auf den Kubikmeter berechnen, aber ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Also ich lass bloß Zeit, spar einmal Kosten ein, 10%, wie gesagt, hab den Stab in der Hand, ist also minus 4 für die Zeit lassen und halbierte Zauber drüber kostet einsparen, kostet wie 3 ZFB, halbiert für den Gildenmagier nochmal plus 2, sind wir bei minus 2, richtig? Ja, doch, minus 2. Und das sind dann 18, 19, 17 ASP. 17 ASP, genau. Schauen wir mal. Akkuratum Zaubernadel. Ohne Schere. Quatsch. Festgewandt von Stand und Adel. Und. Ihr gelingt. Boah, nicht schlecht. Ja, alles klar, dann könnt ihr erkennen, wie sich diese schwarze Dämonenkrone mit den 7 Zacken umfärbt und nach zu einem, ja weiß ich nicht, Preios-Auge oder Hisindeschlange oder was willst du da? Hisindeschlange würde ich sagen. Ja, dann nehmen wir die Hisindeschlange. Ich muss gerade gucken, Farbe kannst du auch machen, dann kannst du auch noch in grün anstreichen. Der Rest ist halt weiterhin schwarz und rot. Genau. Aber ja, die Pferde sind auf alle Fälle jetzt nicht mehr unter Morberats brennendem Auge vereint. Nun, Isarun, seht ihr, was Zauberei vermag? Ein schönes Symbol habt ihr gewählt. Gut gemacht. Dankeschön.
Hätten wir es nicht einfach abnehmen können, bevor wir da sind? Bitte was? Ja, aber also, man weiß nicht so genau, ob die nicht irgendwelche Boote rausschicken. Durch also das nenne ich Blut mal gesehen. Da hört man auch von richtig viel Schiffsverkehr. Da muss ja, man ihr könnt einmal es klonken hören und dann seht ihr, wie gerade einer der Seemänner von oben aus den Segeln heruntergefallen ist und mit richtig Schmackes auf die Deckoberfläche geknackt ist. Ihr wisst nicht genau, ob das Holz geknackt hat oder seine Knochen, zumindest stöhnt er gerade auf. Und ihr könnt auch sehen, wie die anderen Tulamiden jetzt rufen und sehr unerfreut darüber aussehen, dass hier gerade Magie benutzt wurde. Sie sind alle sehr abergläubisch, wir haben alle Abergläube auf 8. Aber mir, du hast hier neue Freunde gemacht. Also wenn ich das richtig höre, Sanitäter! Bist du schuld. Ja, wir brauchen einen Halari! Ich geh mal zu ihm hin. Nun, mein Guter, wo tut es denn weh? Ja, du siehst, wie er sich umdreht, versucht sich so ein bisschen auf den Rücken zu robben. Du siehst, wie sein Brustkorb so ein bisschen eingedrückt ist. Seine Wange ist auch aufgerissen, blutig. Und er versucht dann so mit so einem matschigen Auge von dir wegzukriechen und krabbeln. Er hat wohl Angst vor dir. Mein Guter, rennt doch nicht weg. Der Tier. Er kann nicht mehr rennen. Er kriecht und krabbelt auf seinem Rücken gerade. Versucht vor dir. Oh, Kapitän. Dieser Kranke flieht vor mir. Macht, dass er aufhört. Ja, Morenes! Ja? Nach oben. Ui, mon Kapitän. Magister Effendi, ja, Morenes. Wenn ihr an Bord meiner Träne von Tadusa zaubert und eure Djinnenkraft benutzt, dann möchte ich darüber vorher informiert werden. Wir haben sehr abergläubische Matrosen hier und wir sind sehr lange unter dieser Dämonenkrone gesegelt. Zumindest unter falscher Flagge, aber wenn jetzt hier plötzlich mit einem Hokuspokus und ein wenig Djinnenkraft sich so etwas verfärbt, dann muss das angekündigt werden und mit ein bisschen Trara auf das Gute eingestimmt werden. Sonst kann es auch Dämonenmagie gewesen sein und das ist niemals gut, wenn die Ifritim hier auftauchen. Wir sind auf der blutigen See. Ich verstehe, aber es ist doch sicherlich besser, unter dem Zeichen des Sinnes zu reisen, als unter der Dämonenkrone. Naja, solange wir die Segel hier nicht aufgezogen haben, ist das sicherlich besser, ja. Wir müssen uns dann überlegen, was passiert, wenn ihr wieder von Bord seid und wir tatsächlich mal irgendwann in Richtung Kuntium segeln sollten. Wenn uns dann eine Dämonenarche angreift, dann sollten wir tatsächlich nicht dieses Hesinde-Wappen aufgezogen haben. Müssen wir halt nur irgendwie ein paar Piraten entern oder so. Ja, das verstehe ich natürlich. Was gedenkt ihr mit diesem Seemann zu tun? Wir legen ihn gleich oben. Ein Halari haben wir natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr eure heilkräftigen Zaubermächte benutzen könnt. Echan! Raigif! Heran! Bringt ihn nach unten! Wollt ihr, dass ich euren Gefallen einlöse? Ah, Magister Effendi, wir verstehen uns. Gewiss. Heilt ihn, auch wenn ihr dafür verantwortlich seid. Wir haben ein Geschäft also. Ihr seid ein Schurke. Danke, das gleiche gebe ich gerne mit zurück. Zwinker ihm zu. Jalan, was wolltest du noch getan haben? Wolltest du unten weiter irgendwie dir das Ganze ansehen oder... Eigentlich wollte ich gehen und den Captain ankacken, aber ich habe ihn wohl nicht gefunden. Ja, du guckst dich unten noch ein bisschen weiter um. Wie gesagt, die Ziege irritiert dich ein bisschen, hast noch nicht genau erkannt, wofür man jetzt sowas mitführen sollte. Nach Schmuggelware sieht das nicht aus, da bräuchte man halt mehrere dieser Tiere. Guckst dich noch ein bisschen weiter vorne um, kannst auch noch die Bilge zumindest riechen. Oh, ist das ekelhaft. Also ich weiß nicht, was sie hier tun. Die haben auch noch sowas wie eine halbe Waffenkammer hier unten mit irgendwelchen rostigen Lanzen. Also das ist halt nichts von wert. Noch einige andere Dinge. Du kannst dann auch hinten die Küche finden, wo gerade so ein schmieriger Koch so ein bisschen Schinken klein würfelt und dich dann auch zahnlos angrinst, wenn du reinguckst. Nickt dir dann auch zu. Er versucht wohl auch zu reden, aber dadurch, dass er wenig Zähne gerade im Mund hat, es ist kein Lispeln, es ist einfach nur ein Blub. Machst dann die Tür wieder zu und gehst dann nach oben. Kannst dann auch sehen, wie vor dir ein Mann liegt mit Brustkorb eingedrückt. Atmet gerade ganz flach und dieser Stofffetzen, den ihr da irgendwie gerade übergezogen habt. Isarun steht daneben und auch Boltax und betrachten gerade diese grüne Schlange und Abelmir kommt gerade vom Kapitän nach unten. Abelmir. Ja, dann? Und ich bin doch reichlich erfreut und ich muss auch sagen, überrascht zu sehen, dass ihr doch etwas Besseres zum Aufhängen gefunden habt.
Gut gemacht. Danke. Habt ihr diesen Verwundeten gesehen? Oh ja, der liegt da hinten an der Treppe. An der Treppe. Würdet ihr mich begleiten? Ich fürchte, er ist etwas widerborstig. Ah ja. Geht voran, bitte. Ja, dann trete ich mal durch die Tür durch wahrscheinlich. Kann er 2 Stunden unterwegs und der erste fällt aus der Garage. Ja, aktuell liegt er dann noch an der gleichen Stelle. Du siehst dann auch, wie 3 andere Matrosen neben ihm knien und die wollen jetzt wohl gerade aufhelfen, aber aktuell liegt er da wohl noch. Kiaras, du stehst übrigens auch oben, ne? Du stehst neben den anderen, ne? Du kannst auch sehen mit den Symbolen, die da so aufgezogen worden sind. Du bist natürlich auch mit dabei. Natürlich. Ja. Ich bewundere einfach nur gerade, dass aber mir zum ersten Mal einen richtig nützlichen Zauber gemacht hat. Ja. Und wundere mich, dass noch nichts brennt, weil er gezaubert hat. Ja gut, immerhin sind Leute von Masten runtergestürzt. Das muss ja reichen. Er hat's angestellt, er muss es wieder richten. Mein Bester, kommt einmal, bleibt einmal liegen. Ich tue euch nichts. Ich werde eure Knochen richten. Was seid ihr bloß für ein Leichtmatrose, der euch so kurz nach der Fahrt schon aus der Takelage fallen lässt? Er hat die Ifritim beschworen, mein Herr. Ich habe nichts dergleichen getan. Ich kenne Abel Miriam Orinis jetzt schon eine ganze Weile und ich kann euch versichern, dass er nicht in der Lage ist, irgendetwas zu beschwören. Vermute mal, du hast gerade deinen Handschuh wieder aufgezogen. Mit der schwarzen Hand rumlaufen, das ist natürlich nicht so ganz gesund, aber... Also ich nehme prinzipiell an, dass ich ihn immer anhabe, wenn es die Situation erlaubt. Genau. Ja. Ja, er guckt halt zu dir und wenn er sieht, dass du irgendwie sowas wie ein Praios Akolut oder sowas bist, dann wird er sich so ein bisschen an dich klammern, du merkst seine schwitzige, kalte Hand und er hat da wohl auch so ein bisschen weiße Gischt noch dran, so ein Schmier, den er da hinterlässt und drückt dann kräftig zu an deine Hand und dann kann Abel mir ihn... Ich taste jetzt mal seinen Wunden ab und gucke, wo was gebrochen ist. Brauche ich noch Heilkunde eine Wunden oder? Nö, also er ist jetzt aus einer Höhe von 1W6 Metern ist er runtergefallen. Schauen wir mal nach. 6 Meter, das sind 6W6 minus 6. Oh, 17 Stück minus 6 sind 11. 11 LEP, die ihm gerade fehlen. Das ist halt eine Wunde im Brustkorb. Ja, dann würde ich mich auch so unterbeugen. Die Hand auf diesen offenen Bruch, wo dieses Knochenstück rausguckt, legen, mich dabei konzentrieren und nach einer Weile sprechen. Balsam Salamunde, heile diese Wunde. Ja. Währenddessen den Matrosen ins Gewissen. Es knackt wieder. Götter sind mit den Rechtschaffenden. Aber bei eurem Schmugglerleben könnt ihr euch wohl immer nicht darauf verlassen, dass sie ihre schützende Hand über euch halten. Und diese Wunde darüber nachdenken, eure Wege hinter euch zu lassen. Wir sind keine Schmuggler. Das ist ein Schulschiff. Der Knochen richtet sich halt in dieser Wunde wieder ein und die Haut verschließt sich mit einem samtigen, rosigen Ton über dieser Wunde. Ja. Das Matschauge hat er wohl vorher schon. Du siehst, wie der Brustkorb sich so ein bisschen wieder in deine Richtung bewegt, die entgegenkommt und das knackt wieder erneut und dann ist das Ganze wieder in normaler Position. Nun, mein Bester, wie fühlt ihr euch? Besser. Ihr seid ein großer Djinnmeister. Zu viel der Ehre, aber immer stets hilfreich, so sagt man bei uns. Komm, steht auf. Ich reiche mal die Hand. Ja, er nimmt sie jetzt auch und nickt dir zu, verborgt sich dann auch sehr tief vor dir. Und er wird dann gemeinsam mit seinen anderen 3 Kameraden trotzdem in Richtung des Unterdecks gehen. Scheint so, als hätte eure Kunst euch doch noch einen Freund gemacht. Nun ja, ich musste einen Gefallen einlösen beim Kapitän. Frag nicht. Ich habe eine ganz andere Frage. Wo ist denn Isaron? Ach, da hinten. Magistra! Magistra! Ja, was denn? Was genau ist dies hier für ein Schiff? Ich kenne mich mit Schiffen nicht so aus. Irgend so ein komisches Schiff halt. Aber ich dachte, wir wären noch einem Schmugglerkahn. Davon gehe ich aus. Was mir schon genug Ungemach bereitet hat, aber der Mann sprach davon, dass dies hier ein Schulschiff sei. Ein Schulschiff? Genau habt ihr angeheuert. Ich glaube, sowas hatten die erwähnt das letzte Mal. Bei wem genau haben wir angeheuert? Auf wem? Ah, gute Frage.
Ihr habt gesagt, wir sollen nach einem komischen Seemann in einer komischen Bar suchen. Da sind wir hingegangen, da war der. Den wurde uns vom Wirt empfohlen und ja, der hatte ein Schiff. Das Schiff bringt uns nach Zorgan. Richtig. Jetzt sagt nicht, wir sind auf dem falschen Schiff. Selbst wenn, ist doch vollkommen egal. Wir wollen doch nur nach Zorgan. Wie wir da hinkommen, juckt doch niemanden. Ein Schulschiff also? Ich bin mir sicher, das hat seine Richtigkeit. Nun, vielleicht solltet ihr euch das endlich lernen, nicht Leute zu verurteilen für Verbrechen, die sie gar nicht begangen haben, nur weil ihr denkt, das wäre ein Schmugglerschiff. Richtig. Wie, du überlegst doch mal kurz an den Hafen. Du wolltest ihn schon abstechen? Ja, die Strohung steht ja immer noch. Fasst ihr meinen Bären an, ist der Junge tot. Ich würde übrigens meinen Bären mal streichen. Ja, der sitzt gerade an der Stelle, wo eben der Matrose aufs Deck geknallt ist und leckt da gerade das Blut von dem weg. Ja, ich hebe meinen Bären auf, setze ihn mir auf den einen Arm und streichle ihn mit dem anderen. Ach, wunderschön. Wenn diese See nicht nur so furchtbar stinken würde, wäre das tatsächlich ein sehr guter Tag heute. Ach, da gewöhnt man sich schnell dran. Ja, du merkst wohl, Rafim, wie er so gerade ein bisschen an deinem Orb knabbelt und dann, wie es einmal kurz wehtut und er dann auf etwas herumkaut genüsslich. Ja, hat er mir gerade mein Ohr abgebissen? Dein Ohrläppchen ist weg, ja. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Ich schnippe ihm mal gegen den Kopf. Böse. Du bekommst 1-6 Schadenspunkte. Ich würfel das gerade mal aus, 5 Stück. Böse. Ja. Also ich habe jetzt intensiv nachgedacht und viel Planung ist da reingeflossen. Was denkt ihr? Wie soll ich den Bären nennen? Und gebt ihm doch einen vier ungefährlichen Namen. Ich habe viele Überlegungen getroffen und ihr merkt, Rafim kramt in seiner Tasche. Wartet, ich habe es aufgeschrieben. Mir sind so viele Namen eingefallen und es gibt so viele gute Namen für Bären. Wisst ihr das eigentlich, was es da für Möglichkeiten gibt? Oh, Bären. Ich lehne mich zu gerne rüber. Rafim kann schreiben. Ja, vielleicht. Also, wartet, hier. Beutax, wir könnten ihn doch Johannesbär nennen. das wäre was, oder, ja. Oder Erdbär. Wir müssen lachen. Wir sind Brombeer. Kann ich so einen Witz machen. Ich habe hier Chor Vierun, Chor Fruun, dann habe ich noch Chorus Maximus, das hat mir einfach gut gefallen. Oh, der gefällt mir. Der Schlechter, weil ich dachte, ne, wenn wir mal in die Schlacht reiten und dann sage ich, das ist mein Der Schnitzler. Schnitzler ist auch gut. Der Schlecker. Na, oder der Bluttrinker, weil ich dachte, das spiegelt seinen Charakter so schön wieder. Der Schlechter weiße von Pericum, Maximus. Der weiße Schrecken von Zorga. Der Schwan. Ja, aber jetzt ja der weiße Schrecken. Der überaus große Bär Ibn Rafim. Also der Rahname Rafim darin gefällt mir schon sehr gut. Was ist denn Tolemidia für Bär? Wir haben nicht so viele Bären. Ja, in Bosporano könnte ich natürlich sagen, aber nicht. Bär-Jean? Das Leben ist schön, Bruder, Schwester. Ich schwanke noch. Vielleicht ein Doppelnamen? Wie viele Namen darf ein Bär haben? Viele, ist oder? Bärenhart. Wow. Bärenhart. Oder vielleicht ist es ein Weibchen, dann können wir sie Bärbel nennen. Ich möchte mal gucken, ist mein Tier ein Weibchen oder ein Männchen? Ich habe noch nie nachgeguckt. Tierkunde. Weißt du, wo du gucken musst? Du musst echt Tierkunde, um das Gehänge eines Bären zu erkennen? Du hebst ihn hoch und du merkst wohl, wie dir ein gelblicher Strahl entgegenkommt und dir ins Gesicht pisst. Ja. Ich umarme kurz Abelmia. Ich weiß so natürlich. Du kannst es dir aussuchen. Willst du gerne ein Weibchen oder ein Männchen? Weibchen, komm. Nehmen wir Weibchen. Starkes Muttertier. Also Bärbel. Ich schaue nach, blicke dann einmal zu Chiaras. Bleib weg von meinem Bären. Jetzt ist es wohl eher die Schlechterin von Zorgan. Die weiße Gefahr der See. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss noch einmal darüber nachdenken. Sicher, dass er einen Bären hat und keinen Efernsai? Es macht Dreck. So viel ist sicher. Oh nein, ich habe schon mal Efernsai gesehen. Die haben mehr Zähne. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir schon einen Efernsai erlegt. Ihr wisst noch, damals vor, was war das gerade? Ja, du guckst dich kurz um.
Es war niemand von den anderen da, du hast sie viel später kennengelernt. Ja, ich schaue einen Moment lang in Kiaras leeres Gesicht, bis ich merke, dass er gar nicht dabei war. Oh. Manchmal fällt mir auf, dass ihr alt seid, Jalan. Wenn ihr so Geschichten erzählt von vor 5000 Jahren. Vielleicht seid ihr ein Jungspund, ist er. Vielleicht seid ihr einfach nur jung, Raffi. Ich bin jung und gut aussehend, aber das müsst ihr doch nicht ständig erwähnen. Auch wenn das natürlich meinem Ego schmeichelt, muss ich sagen. Ja, währenddessen könnt ihr erkennen, die Sonne natürlich jetzt auch komplett untergegangen. Das Mardermal könnt ihr erkennen, wie es blutrot über euch steht. Und ihr seht, wie im Süden von euch, also dahin, wo ihr gerade drauf zusegelt, grüne Blitze durch die Wolkendecke zucken und jetzt alles auch sehr schwarz und dunkel vor euch ist, immer nur noch diese grünen Blitze, die ihr erkennen könnt. Die Wetterphänomene der blutigen See. No, fuck. Ist es dieses Halbtraumgewitter? Wird jetzt aber nicht so schlimm wie letztes Mal, oder? Ich hoffe doch nicht, dass es so weit südlich ist. Und dass es uns vor allem von Süden aus entgegenkommt. Es wäre seltsam. Unwahrscheinlich, ja. Wir sollten uns trotzdem irgendwie vorbereiten. Binde jemand den Zwerg fest. Ja, gute Idee. Unterdeck oder überdeck? Überdeck natürlich. Ich will doch sehen, was passiert. Und wir wollen nicht das gesamte Unterdeck nach erbrochenem Gewicht. Glaubt ihr denn, dass wir nochmal zwischenlanden müssen, damit der Zwerg sein Gewicht abbaut? Wollen wir uns Wachs in die Ohren stopfen und wir binden ihn fest? Heutags binden wir fest und uns anderen stecken wir Wachs in die Ohren. Warum sollten wir uns Wachs in die Ohren stecken? Keine Ahnung, ich habe da so eine Geschichte gehört. Erzählt. Naja, auf dem Weg, als wir uns mit ein paar Flüchtlingen unterhalten haben, das waren so Seemannsgarne. Kennt ihr ein paar Seemannsgarne? Die sagten, es gibt eine Meerenge hier irgendwo im, ich weiß nicht, ob das im Golf von Perikum war oder so, aber die sagten, wenn man da durchfährt, dann kann man da ganz hübsche Frauen sehen auf einer Insel und die sind alle nackt und die wollen alle, also auch Zwerginnen sind da und was? Alles, was das Herz begehrt. Nackte und, Meerzwergen. Ja, und auch Männer, wenn man drauf steht. Er guckt so ein bisschen zu Kiaras rüber und zu Jalan. Und alles, was man will, die hübschesten Weibchen und Männchen. Und die singen dann für einen so nackt und laden einen dann zum Geschlechtsverkehr ein. Und da muss man sich dann Wachs in die Ohren stecken, damit man das nicht hört. Sonst fährt man da auf die Insel zu und zerstellt dann den Klippen. Ich glaube, die Geschichten habe ich natürlich auch schon gehört, aber ich glaube, die sind eher an der gegenüberliegenden Küste. Nee, das Horasreich ist nicht hier. So. Ist ja schade. Hier sollten wir wohl keine Angst vor diesen Neckern haben müssen. Nichts, was das ist tatsächlich schade. Nichts, was die regelmäßige Einnahme von Bandstaub nicht bekämpfen könnte. Bandstaub ist auch eure Antwort auf alles. Ihr esst das Zeug? Ich kenne auch welche, nur nicht rühre es für gewöhnlich in den Schnaps. Ich kenne auch welche, die tun es unter ihren Tabak. Kannte welche. Seid ehrlich, hier schnupft das Zeug. Sind die gestorben, weil sie das gemacht haben? Ihr kanntet welche? Nein. Ich versichere euch, ihr Tod hatte gänzlich andere Gründe. Jetzt sind dann doch Langzeitschäden zu erkennen. Also müssen wir deswegen was wegen dem Gewitter machen oder nicht? Erstmal beobachten wir. Wenn es gefährlich ist, würde unser Captain das schon sagen. Ich gehe trotzdem mal zum Mast. Nur so zur Sicherheit. Ja. Das ist bestimmt eine gute Entscheidung. Kannst du natürlich jetzt so ein bisschen weniger erkennen, wenn du dann unter den Pferden stehst und unter der Plane, die ist mittlerweile verzurrt und verzerrt. Aber es ist hier wohlig warm und riecht nach Pferd. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, genau. Wenn ihr weiter drauf zusegelt, den Kapitän wird das so erstmal nicht stören, aber ihr könnt wohl wahrnehmen, dass es hier vor gar nicht so sehr lange Zeit einen Ulchuchu gab, der hier auch in der Trümmerpassage viele Schiffe gefressen hat, die dann hier zerdrückt worden sind. Und das sind so die Geschichten, die ihr hier aktuell in dieser Region mitbekommen könnt, während ihr weiterhin auf dieses, ja, ein richtiges Gewitter ist es nicht, aber es sind einfach grüne Blitze. Segelt ihr weiter drauf zu. Und könnt dann da noch 2-3 Stunden den ganzen Treiben zusehen, bis sie dann einfach irgendwann aufhören. Das war überraschend einfach. In der Tat.